Herzlich willkommen bei der Perfect Finish Academy. Heute zeige ich dir einen unglaublich krassen Vorher-Nachher-Vergleich und ich wende alle Quick-Tipps, die ich bisher mit dir geteilt habe, in diesem Video an. Bist du bereit? Dann los geht's! Herzlich willkommen zu deiner Perfect Finish Academy und grüezi miteinander. Dass du hier dabei bist, freut mich mega und ich habe heute auch richtig tolle Neuigkeiten für dich. Solltest du mich bereits auf Instagram abonniert haben und mir auch da aktiv folgen, dann weißt du, dass die Perfect Finish Academy sich in gewisser Weise verändern wird. Was genau hat es damit auf sich, das erzähle ich dir jetzt. Die Perfect Finish Academy geht in die Verlängerung. Also wenn das kein Grund ist für diese wunderbare Tröte, dann weiß ich auch nicht. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich dir noch viel, viel weitere Tipps gratis anbieten möchte hier auf YouTube und hier in der Perfect Finish Academy. Also ganz exklusiv auch in den Magazinen, die du ja von mir immer per E-Mail bekommst. Das alles wird auch nochmal jetzt verlängert. Bereits haben wir ja schon einen Monat hinter uns gebracht. Einen ganzen Monat arbeiten wir schon zusammen daran, deine Porträts auf das nächste Level zu bringen und einfach mehr aus deinen Porträts zu holen. Und bisher hast du sicherlich auch den ein oder anderen Quick-Tipp getestet und du kannst dich ja freuen, weil es wird nochmal verlängert. Angesetzt habe ich ganze 3 Monate und in diesen 3 Monaten zeige ich dir eben, wie du mit Hilfe von Photoshop mehr aus deinen Porträts machst. Ja, das Ganze wird wie gesagt nochmal verlängert. Also ich möchte noch nicht verraten, wie lange ich die ganze Perfect Finish Academy noch laufen lasse. Du wirst es erfahren, vor allem wenn du in der Newsletterliste eingetragen bist. Deswegen unbedingt eintragen. Du findest den Link unten in der Profilbeschreibung. Ich freue mich, dass du hier dabei bist und wünsche dir jetzt mit dem nachfolgenden Video ganz, ganz viel Spaß. Ich zeige dir nämlich einen mega krassen Vorher-Nachher-Effekt. Ja, schreib mir unbedingt in die Kommentare, wie dir das heutige Video gefällt und vor allem, wie du das findest, dass die Perfect Finish Academy jetzt nochmal in die Verlängerung geht. Also lass wirklich mir deine Meinung unten als Kommentar da. Ich freue mich riesig und jetzt schnacken wir nicht lang. Los geht's! Wir befinden uns jetzt in Photoshop und ich zeige dir jetzt nach und nach, was ich an dem Foto gemacht habe. Ja, diese Aufnahme ist im Sommer entstanden, also vor ungefähr einem Jahr, im Zuge von meinem Fotografiebuch Style Light Shoot Kreativ Fotografieren mit DIY Equipment. Da habe ich nämlich mit der wunderbaren Lina hier zu sehen auf dem Foto zusammengearbeitet. Ein wunderbares Model, bildhübsch und wahnsinnig sympathisch. Also ja, ich denke da immer sehr, sehr gerne zurück. Es sind auch sagenhafte Fotos entstanden. Und an diesem Foto zeige ich dir jetzt ein paar Bearbeitungstipps, ein paar Vorher-Nachher-Effekte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ganz, ganz wichtig, falls du jetzt dein Handy immer noch in den Händen hast, also wenn du es auf dem Handy anschaust, das Video, dann optimal. Aber wenn du jetzt am Computer sitzt und nebenbei noch an deinem Handy etwas machst, dann leg dein Handy bitte weg, denn hier ist jetzt wirklich volle Konzentration angesagt. Entweder schaust du dir das Video ganz an oder du klickst es einfach weg und lässt es. Denn ich möchte nicht, dass du das nur nebenbei anguckst. Ich gebe dir hier jetzt wirklich wertvolle Inspirationen, wertvolle Tipps. Und die haben es wirklich verdient, dass du voll motiviert und fokussiert dabei bist. Wir haben hier jetzt diese wunderbare Gegenlichtaufnahme. Ich blende dir jetzt direkt mal die EXIF-Daten ein.
Was habe ich an diesem Foto jetzt als erstes gemacht? Ja, zuerst habe ich einen eigenen Farblook von mir hier direkt draufgelegt. Das war der Farblook Golden. Den kannst du auch erwerben in meinem Preset Pack Deluxe Edition. Den Link dazu findest du unten in der Profilbeschreibung. Ich biete dir 6 mega Farblooks an, die deine Porträts richtig krass machen und die ich persönlich auch extrem oft nehme, also eigentlich immer. Überall, wo du meine Fotos entdecken kannst, ist eine Prise Deluxe Edition drin. Ja, anschließend habe ich dann noch mit dem Quick-Tip gearbeitet, den ich dir auch mal gezeigt habe. Und zwar habe ich den Quick-Tip Nummer 2 hier angewandt, um das Ganze noch krasser zu machen. Anschließend habe ich das Foto weiter bearbeitet. Und zwar, ich habe hier mit dem Quick-Tip 4 gearbeitet. Wenn du jetzt gar keine Ahnung hast, was ist das für ein Tipp, was hat sie da gemacht, dann empfehle ich dir, schau dir unbedingt dieses YouTube-Video an. Ich habe dir unten alle Quick-Tipps nochmal verlinkt, denn das macht keinen Sinn, wenn ich bei jedem Video immer wieder von vorne anfange. Deswegen schau dir einfach nochmal die älteren Quick-Tipps an, dann weißt du nämlich ganz genau, was ich hier gemacht habe. Genau, anschließend habe ich ein paar störende Bildelemente eliminiert, sowie abstehende Haare entfernt. Dann wird es ganz, ganz interessant. Und zwar habe ich mit meinen eigenen Overlays hier gearbeitet, die ich auch, Spoiler, direkt morgen schon anbiete zum Kauf. Ja, was genau auf dich wartet, das erfährst du morgen direkt. Nochmal ein kleiner Spoiler, du als Newsletter-Abonnent hast einen gewaltigen Preisvorteil. Deswegen, wenn du immer noch nicht eingetragen bist, trage dich jetzt in die Newsletterliste ein. Dann verpasst du diesen Preisvorteil nämlich nicht. Ja, ich lege jetzt mal meine Overlays hier drüber und du wirst schon mal direkt sehen, wow, also sowas mega Fantastisches. Gerade auch alle Bildelemente, die derzeit wirklich in Vogue sind. Wir haben hier Bokeh-Punkte, Lens Flares, Rainbows, also das volle Programm. Und das biete ich dir, wie gesagt, auch für einen fairen Preis an. Ja, anschließend habe ich nochmal ein eigenes Preset draufgelegt. Das mache ich ganz oft, dass ich gleich mehrere meiner Presets auf ein Foto drauflege. Wie hier jetzt auch, weil dadurch haben wir einfach nochmal eine ganz andere Bildnote. Man kann ja auch mit Masken arbeiten, so als Tipp für dich am Rande, sodass du gewisse Presets nur auf manche Bildbereiche legst. Bei diesem Preset, das habe ich jetzt tatsächlich auf das ganze Foto gelegt, also auch auf meine Overlays. Du siehst, das gibt dem Foto einfach nochmal viel mehr Tiefe und es sieht einfach wahnsinnig harmonisch aus. Ja. Anschließend habe ich tatsächlich nochmal ein Preset von mir draufgelegt und hier die Sättigung etwas reguliert. Ich konnte mich dann am Schluss auch gar nicht entscheiden, ob ich es jetzt schon so mega finde oder ob es das einfach noch irgendwie krasser macht. Also ich finde tatsächlich, das ist jetzt so ein Beispiel, da kann ich mich persönlich kaum entscheiden. Ich finde, es sieht so schon mega aus, wie gesagt, mit den ganzen Overlays. Das macht das Porträt einfach viel interessanter. Die Farben kommen deutlich krasser raus. Aber ich finde es auch mit diesem Preset nochmal richtig cool. Vor allem auch, was es mit den Lippen macht, also mit den Rottönen, Wahnsinn. Also das sieht so richtig, ich zoome jetzt mal rein, Femme Fatale mäßig aus mit diesem Farblook. Also richtig cool. Wie gesagt, ich kann mich da gar nicht entscheiden. Lass doch mal wissen, was dir besser gefällt. Also als Kommentar unter diesem Video, das würde mich brennend interessieren. Ja, ich zeige dir jetzt nochmal das Foto, wie es out of cam war. Das siehst du jetzt hier. Und nach meiner Bearbeitung sieht es eben so aus. Und ich finde, wow, was ist dann das für ein gewaltiger Unterschied? Also mega. Für dieses Foto habe ich jetzt in der Nachbearbeitung tatsächlich so 20 Minuten gebraucht. Ich experimentiere da auch immer gern und wie gesagt, ich habe hier mit meinen eigenen Presets gearbeitet, habe meine eigenen Overlays hier eingefügt und so das Foto einfach nochmal deutlich interessanter gemacht. Wie gesagt, ich finde, es sieht jetzt einfach mega aus, gerade auch mit den Lensflares und mit den Regenbogeneffekten. Und wie hat dir dieses Video gefallen? Schreib mir deine Meinung unten ins Kommentarfeld.
Ja, ich freue mich riesig, dass du hier dabei bist. Und solltest du jetzt ganz, ganz neu dabei sein bei deiner Perfect Finish Academy, dann empfehle ich dir, dich unbedingt in den Newsletter einzutragen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich muss wirklich betonen, lass dir das nicht entgehen. Auf dich warten nämlich saftige Rabattaktionen, jede Menge Goodies und jede Woche zu jedem Quick-Tipp, also zu jedem YouTube-Video, erwartet dich auch noch ein exklusives Gratis-Magazin. Darin enthalten sind nochmal jede Menge weitere Tipps, die ich öffentlich nirgends teile. Deswegen melde dich jetzt an und sei ein Teil der Perfect Finish Academy. Mach endlich mehr aus deinen Porträts und zwar jetzt. Verschiebe das nicht. Prokrastination ist nicht angesagt. Mach es jetzt, komm in die Umsetzung und werde durch meine E-Mails motiviert und durch meine Tipps. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Wir sehen uns im nächsten Video.